Ralf Bendix mit dem Schlager der Saison. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es... Fand ich cool. Finde ich heute noch cool. Das Babygeplärre ist zwar entsetzlich, aber es gehört dazu. Dann singe ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und der geht. Ja, über Ralf Bendix könnte ich tagelang erzählen. Ralf Bendix ist ein Phänomen, ein echtes Phänomen. Er ist der Erfinder von Heino, er hat ihn entdeckt und auch groß rausgebracht. Wenn die bunten Fahnen wehen, bisschen mehr Halt, Ralf Bendix hat mich 1965 bei einer Modenschau-Veranstaltung, wo er der Star war, als Sänger entdeckt. Ich habe damals noch in einem Trio gesungen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, Schallplatten zu machen. Ich habe gesagt, ja. Ja. Doch trotz aller Euphorie muss Heino am Anfang beim Dortmunder Produzenten Bendix erstmal kleine Brötchen backen. Nee, wir müssen mal abbrechen. Leuchtet. Stopp bitte. Heino, mein lieber Heino, beim Refrain, wenn die bunten Fahnen wehen, dann muss man das Gefühl haben, dass die aber auch wirklich wehen. Verstehst du? Und wenn die Sonne scheint, freudig reingucken und nicht nervös werden, ruhig singen, genau auf dem Weg, nicht verschleppt. Ja. Und intonationsmäßig richtig. Pump dich auf wie ein Maikäfer, Junge. Schön in die Brust werfen und dann ruhig und tief singen. Wollen wir es nochmal machen? Pass auf, die nächste Aufnahme ist es. Ich bin ihm nach wie vor heute dankbar und er hat ja alles vorgelebt. Und er war nicht nur Produzent, sondern er war auch Vater. Er war ja alles, er hat sich um mich gekümmert. Und das immerhin stolze 22 Jahre. Und trotz dieser Heino-Intensivbetreuung singt und tanzt Ralf Bendix damals auch noch selbst. Denn ich bin zum Tanzen geboren. Ja. Hey, sportlich, da ist ja richtig Leben drin in dem Mann. Ich dreh ja durch. Und das ZDF-Fernsehballett hinten dran. Denn ich bin zum Tanzen geboren. Und zum lustigen Singen natürlich auch. Aufgepasst jetzt. Kannst du pfeifen, Johanna? Gewiss kann ich das. Und kannst du singen, Johanna? So albern. Aber ein guter Typ. Das ist so der Inbegriff der Stimmungskanone, die es ehrlich meint. Er war der richtige Mann, die Songs zu singen, die er gesungen hat. Und das war höchstwahrscheinlich der Grund, warum er so einen Riesenerfolg gehabt hat. Denn ich bin zum Tanzen geboren.